Hallo Leute, im Teil 3 machen wir jetzt bei einem DNS-Server eine Ausfallsicherheit bzw. Hochverfügbarkeit. Ich möchte jetzt die Einträge, die ich hier am Server 1 habe, hier am Server 2 quasi eine Read-Only-Kopie, eine schreibgeschützte Kopie hosten. Dazu muss ich bei beiden logischerweise die Firewall abdrehen, zu Testzwecken, wenn ich das machen möchte, und hier beim Server Properties, bei Firebase.at, beim entsprechenden Zonenfile, Zonentransfer erlauben. Ich erlaube jetzt den Zonentransfer einmal allen, das ist auch die Standardeinstellung normal, die als Name Server gelistet sind. Ich trage jetzt im NS-Record hier ein, dass der Server 2 eine Kopie quasi hosten darf. So, ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier sage add Server 2 resolve und sage apply. So. Jetzt habe ich hier normalerweise schon zwei Nameserver-Einträge und jeder Nameserver-Eintrag braucht auch einen R-Record. So, damit der entsprechende DNS-Name richtig aufgelöst werden kann. Server 1 wird jetzt auf diese IP-Adresse aufgelöst und neuer R-Record 192.168.1.2, der Server 2 wird auf 192.168.1.2 aufgelöst. Pointer Record lassen wir, add root, add host, okay. So, und jetzt haben wir hier den zwei Name Server und die Auflösung der zwei Name Server in die IP-Adresse. Am Server 2 sage ich jetzt hier Forward Lookup Zone, neue Zone, Next, sekundäre Zone, Next, Zonenname Firebase.at, Next und sage jetzt Server 1, lösche das raus, weil ich IPv6 nicht brauche, Next und Finish. Jetzt habe ich hier Firebase.at drin, muss noch mit der rechten Maustaste einen Transfer vom Master DNS Server sozusagen starten und dieser Vorgang kann jetzt ein paar Sekunden dauern und sollte hier auf Running stehen. So, jetzt habe ich hier quasi eine Kopie vom linken. Ich sehe hier, dass ich nur die Einträge anschauen kann, aber keine verändern kann. Wenn ich jetzt beispielsweise sagen will, Verkauf zeigt auf den dritten Server, dann wird sich das hier jetzt innerhalb, glaube ich, der nächsten 10-15 Minuten automatisch synchronisieren. Ich kann hier unter Properties SOR Record sehen, in welchem Intervall sich das Ganze synchronisieren wird. Das sind hier 15 Minuten. Hier bei der Seriennummer sehe ich dann immer, wenn eine Änderung gemacht wird, damit der Server weiß, dass er sich hier sozusagen die Einträge holen soll. So, jetzt habe ich quasi eine Ausfallsicherheit für Firebase.at geschaffen. Ich habe hier vorher eine eigene Zonenfile gemacht für die Rückwärtsauflösung der IP-Adressen in den Namen. Das macht man normalerweise auch nicht, sondern wir löschen jetzt dieses Zonenfile und legen eine neue Zone an, sagen Next, sekundäre Zone, Next, IPv4, Next, Netzwerk-ID ist die 192.168.1, Next. Hol dir das von Server 1, das muss ich normalerweise erlauben. Hier habe ich es allen Servern erlaubt oder ich erlaube es nur
Name-Servern, bestimmten Servern, die ich hier im Zonenfile, im Name-Server-Record festlege. Ich erlaube jetzt dem Server 2 noch die Namensauflösung. Okay, apply, okay. So, jetzt müsste man hier noch Delete sagen und kann dann diesen Server hinzufügen. Sagt dann wieder Rechtsklick Transfer from Master und sollte nun hier eine Kopie von diesem hier erhalten. Hier sollte natürlich die Reverse Lookup Zone auch die zwei Server in die IP-Adresse auflösen können und umgekehrt. Hier können wir das aktualisieren und wir sehen, dass hier eine Kopie von dem hier erstellt wurde. Probieren wir jetzt noch einmal den NSLookup-Befehl mit 192.168.1.3 und jetzt funktioniert auch die Auflösung in den DNS-Namen verkauf.forevers.at. Im nächsten Video werden wir dann uns einem DHCP-Server widmen.